machen wir, glaube ich, dieses Jahr auch nochmal. Also. Ja, dieses Jahr hatten wir das gemacht, aber nächstes Jahr machen wir das auch nochmal. Als ob ich nur Erster geworden bin. Ey, du bist so ein Fucker, ne? Easy! Easy! Korrekt! Dritter. Was? Was? Nein! Nein! Ey, unfair! Ich hasse dieses Game! Ey, das ist scheiße! So Leute, und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Mario Kart Wii CTWWW oder wie auch immer. Das war, glaube ich, ein W zu viel. Ja, der Nico ist heute zu Gast. Hallo, und ich nehme auch auf. Cool. Freut mich. Mal was ja. Besonderes. Ja, sogar mit Stimme. Und Facecam ist auch am Start, ne? Nö. Nein? Oh, da freuen sich aber die Fans nicht so. Der Arme. Ach Quatsch, die freuen sich, dass sie mein Gesicht nicht sehen müssen. Nur. Ja? Okay. Ja. Ja, wobei, ne? So. Also, Nico sieht auch schon aus wie so Peach und so. So, ne, so ein Peach-Haar. Was? Ja, so ein Blondinen-Haar. Weil Leute, dass ich blond bin. Ja. Kann ich viel für. Färb doch mal die Haare. Nein. So blau oder so. Nö, wieso? Hab ich die nötig. So blau wie ein Pinguin hier. Ist denn die Pinguine eigentlich blau? Wollen wir gerne wissen. Die sind blau. Okay. Duke. Easy, guck mal. Ratchet kommt. Was? Oh, ich bin hier quasi. Mach's gut. Oh, Funky. Ja. Nein! Soll ich dir mal was zeigen? Ja, nein. Oh mein Gott. Hä, was war das denn für ein Versuch, bitte? Ja, ich weiß. Ich dachte, du wärst so genau hinter mir. LOL. Ich hab sie nicht mal berührt. Ich hatte auch selber eine Green Shell hinten dran. Wie wusste ich das denn aus einfach? War das deine Green Shell? Nee. Och nee, jetzt kommt. Jetzt kommt die Red Shell. Okay, das ist GG. Das ist GG. Und ich fall runter. Oder? Nee, boah. Ja, warum kommt denn jetzt hier so eine scheiß Red Shell? Gönn mir. So wie ich dieses Spiel kenne, ich habe es auch wieder ein paar Wochen nicht mehr gespielt. Ja, merkt man. Deswegen bis Erster. Wenn ich das Spiel kenne, kommt in der letzten Runde eh wieder eine Blue Shell. Ja, jetzt wird gleich richtig unlucky. Aber ich weiß gar nicht, es sind viel zu wenig Leute im Raum. Gibt's wirklich nur diesen einen Raum hier? Keine Ahnung. Ey Leute, kommt mal online. Nehmt gerade auf. Okay. Oh, die Red Shell. Ja, Nico, wir nehmen gerade auf. Also haben die noch eine Chance reinzukommen in den Raum, ne? Ja. Wenn wir jetzt das Video hochladen, könnt ihr noch gerne reinjoinen. Oh, ich bin Erster. Weil cool. Ihr weg seid. Ja, ich wurde auch von zwei Sachen getroffen. Okay, das war ein bisschen schlecht, aber egal. Zweiter. Oh, Mann. Ich hab auch die geilste Lache. Easy Mode, zweiter. Plus 9, wow! Wow, der war cool. Alter, dieser Raum ist ja mal richtig geil. 5000er, 4000er, 6000er. Ja, ich würde mal sagen, perfekt für mich. So, wie heißt die Strecke nochmal? Raceway. Die alte Version, oh Mann, die war die beste überhaupt. Vor allem, wenn die Runde nicht gezählt hat. Ja, genau. Warum gibt es die eigentlich nicht mehr? Ich fand die eigentlich nicht schlecht. Komm, das Design war wirklich nicht schlecht. Naja, hat aber auch die Texturen haben viel rumgeglitscht. Ja, ich finde das geil. So erste Versuche mal zu auszuprobieren von Custom Tracks. Aber naja. So, ein schöner Stern. Nico, halt dich bereit. Ja? Hast du irgendwas? Ja, ich habe einen Blitz. Ja? Ja. Ach. Soll ich? Ja. Okay, habe ich. Ja, nice. Hat was gebracht, ne? Ich bin auf 1 direkt gekommen. Ich habe einen Schock-Dodge bekommen, nice. Es kann doch nicht mal Schock. Doch. Du siehst ihn nur nicht, er ist unsichtbar. Ich habe Hex. Ja, ich sehe es schon. Ja.
Okay, wenn wenn man sehen könnte, wer welches Item so hat und so, wie bei Mario Kart DS oder so. Ja, genau, Mario Kart DS, Mario 7 und so. Bei Mario Kart DS, da kann man sich immer gut vorbereiten, besonders. Ja, immer wenn du siehst, der ja, Blooper, der Blooper im Mario Kart DS, der Blooper im Mario Kart DS hat nie was gebracht, weil man einfach die ganze Zeit unten auf der Map gucken konnte. Ja, und ja, wo man lang. Wir bringen dir genauso wenig. Aber da gibt's wirklich nicht so. Ja, vielleicht, weiß nicht. Ich dachte, das wäre doch im Blooper bringt der Blooper, der bringt ja was, in Countdown. Ja, Countdown. Ja. Ich mag Countdown aber nicht. Mal wieder spielen, ne? Habe ich bis jetzt nur ein Part hochgeladen. Einfach weil Countdown einfach komplett einfach auf Luck ist. Ja, natürlich, aber es macht Spaß. Komm, das ist so ähnelt an Battle. Ja. Hätte man aber auch Custom Battle Stages einfach reinmachen können. Hä? Okay. Man kann ja noch Battle fahren, das ist ja das Geile. Vielleicht machen wir das nochmal irgendwann. Aber genau, haben wir zu meinem Birthday Fun Room gemacht letztes Jahr. Machen wir, glaube ich, dieses Jahr auch nochmal. Also. Ja, dieses Jahr hatten wir das gemacht, aber dann nächstes Jahr machen wir das auch nochmal. Als ob ich nur Erster geworden bin. Ey, du bist so ein Fucker, ne? Easy! Easy! Korrekt! Dritter. Was? Was? Nein! Nein! Ey, unfair! Ich hasse dieses Game! Ey, das ist scheiße! So, Stone-Route. Geil. Und mein Controller. Boah, ich hab einen Fehlstart, weil mein Controller abgekackt ist. Aha, jetzt siehst du mal, wie das ist. Deswegen hasse ich es einfach so. Ja, das war liebe ich. Ich muss mir eigentlich mal einen neuen Controller kaufen, aber ich bin einfach zu schade. Ja, mein Controller ist aber auch manchmal geborgen. Du siehst es auch mit Stream manchmal, dass ich irgendwie auf einmal dann gegen die... mein Controller ist einfach so fett Klebeband dran, ne? Ja, bei mir ist das so, dass da auf einmal irgendwann mein Controller sich denkt, fahr mal dahin, wo du möchtest und so. Aber es kann auch irgendwie mit dem Nunchuck zu... Also kann auch sein, dass der Nunchuck... Ja, bei mir ist es bei dem Controller halt... Bei mir ist ein Kabel durchgegangen. Also eins davon. Dann hat mein Opa mir das repariert. Beste Opa. Das halt noch stabiler zu machen, ist da jetzt halt so Klebeband drum. Also ich weiß nicht, Wii ist 2006 rausgekommen, ne? Ich glaube schon. Ja, seitdem habe ich die Controller, das ist einfach übel. Was ich gerade vorstelle, 10 Jahre so einen Controller zu haben. Kommt, da war ich 6 Jahre alt. Oh. Was hast du gespielt so, wenn ich fragen darf? Wii Sports? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, Wii Sports habe ich aber gespielt. Ah, hast du Wii Sports Resort auch? Nee, ne? Nee, du warst normal. Schade eigentlich. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das hab. Boah, ich hab da alles nochmal. Ich will das vielleicht mal wieder im Stream zeigen, das wäre mal übel. Oder Wii Fit. Wii Fit auch, ja, Mann. Habe ich das? Hab ich einfach das Balance Board, aber dafür braucht man einfach mal 4 fucking Batterien, ne? Ja, ist so. 4 Batterien, oh, ich bitte dich. Anstrengend, aber ganz ehrlich, man hat diese 4 Batterien nicht. Ich nutze auch keine Batterien mehr richtig, ich nutze nur noch so Aufladestationen. Ja, das stimmt. Das wollte ich mir auch früher auch holen, aber... Ich habe dafür 10 Euro bezahlt und ein Controller reicht einfach mal 2,5 Stunden ungefähr. Und dann, was passiert? Ich hab zwei Controller, ne? Ich kann einfach den Controller wechseln. Wenn der eine leer ist, nehme ich den nächsten. Ja, ich habe halt so ein Batterieladegerät. Das geht auch. No. Ey, die Steinblöcke sehen voll cool aus. So, ich habe jetzt 3 fucking Pilze. Also ich glaube, das bringt nichts, deswegen setze ich hier einfach mal ein. Boah. Ja, mega. Oha, ich habe ein richtig geiles Item. Weiß nicht. Okay, jetzt. Ja, Gold, safe. Nein. Ja, Dritter! Ich bin noch Zweiter. Geil! Geile Scheiße! Das war Skill, Leute, ihr habt das gesehen. Was? Ach, Vierter? Ach komm, KD Jungle, der kann vor mir sein, der macht coole Texturen. Das stimmt. Ja. Ich weiß, aber ich nutze fast gar keine Texturen mehr so richtig. Nur noch hier Custom. Textur, also normale Stringtexturen und so. Sonst halt die Items und so lasse ich. Ich benutze gar keine Textur, ich benutze Musik. Wie heißt die Strecke? SNES Stone Up ins 3. Oh Mann, geil. Das wusste ich, aber du hast es einfach mal vorgesagt jetzt.
Ja, ich hab Dingens. Ja, genau. Ja. Nee, ich hab vorher geguckt, wie die Strecke ist. Cool. Oh. Weil auf dem Nintendo DS, also auf Oh Gott, DS war es, glaube ich, noch. Ich muss mal dieses cool weglassen, das ist okay, cool. Das habe ich nämlich. Ja, weißt du, wo ich das her? Also, das habe ich ja im, in der Trollaufnahme gemacht. Guckt, könnt ihr euch übrigens anschauen, Leute, die Teamspeak Trollverarsche in Minecraft. Die war übel, die war Bombe. Habe ich mit Nico mir zusammen geguckt, ne? Habe ich gut gemacht, oder? Ja, total. Ja, Mann, bist stolz auf mich. Ne? Weil einiges habe ich auch von Kaizo kennengelernt. Kaizo, bester YouTuber. Was? Kaizo, kennst doch Kaizo. Kaizo, ach so, der. Ja. Grüße gehen raus, falls du das Video schaust. Oh. Okay. Ja, auf jeden Fall. Auch Grüße gehen raus an Donald Trump. Ja, schöne Grüße, Donald Trump. Ja. Sie haben einen tollen Sohn. Sie haben einen tollen Sohn. Ja, ich hab das Spiel einfach so Baron, glaube ich. Also. Was ist das? Ja. Falls ihr nicht wisst, was mit Baron Trump los ist, keine Ahnung, der hat halt einen coolen Eindruck gemacht, als sein Vater die Siegesserie gesagt hat am Podest, also ja. Und der hat halt die ganze Zeit gegähnt, dieser Sohn von Donald Trump, und hat sich überhaupt gar nicht gekümmert, also war überhaupt nicht glücklich über seinen Vater, dass er es jetzt geschafft hat und so. Aber sagen wir mal ehrlich, ich hätte als auch wirklich mit 10 Jahren keinen Bock auf Politik oder so. Nur dass man irgendwie. Ja, ist ja auch verständlich. Ist auch auf diese ganzen auf Reporter hätte ich auch keinen Bock, irgendwie, wenn mich jemand fragen würde, was sagst du jetzt zu deinem Vater? Bist du übelst glücklich über ihn und so? Wie soll das jetzt weitergehen mit Amerika? Ganz ehrlich, ich würde. Also wenn ich ein 10-jähriges Kiddy noch wäre. Nee. Definitiv nicht. Nun gut. Würde ich mir nicht irgendwie antun lassen. Ja gut. Das war's dann, glaube ich, auch für heute, ne? Ja. War auf jeden Fall ein cooler Ausraster dabei. Den muss man, glaube ich, mal ins Highlight reintun. Muss man sich aufschreiben, Leute. Also wie gesagt, ich freue mich auch über Bewertungen, Kommentare, falls euch gefallen hat. Und ja. Ich bin dann damit raus. Ja, dann würde ich sagen, ciao. Cool.